Hey Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation. Weiter geht es auf der Anisidora. Wir sollen Marlow finden, denn er hat unsere Kollegin wohl als Geisel genommen, schätze ich mal. Hier ging's lang, ne? Jawohl, finden Sie Marlow. Super, das machen wir mal. Hier rumpelt's überall rum. Ich hoffe mal nicht, dass sich hier Aliens aufhalten. Beziehungsweise, na, eigentlich ja schon. Ihr wisst ja. Ich fahre da voll drauf ab, wenn die Viecher hier überall rumkrabbeln. Das ist lustig. Hatte ich das hier? Das hatte ich untersucht letztes Mal, ne? Ja, es ist halt wieder ein bisschen her. So, Sicherheitszugangsgenerator. Mittlerweile haben wir ja die Freigaben für alles so ziemlich. Dann könnten wir uns auch später vielleicht mal ein bisschen rumstromern auf der Sevastopol. Ich schätze nämlich schon mal stark, dass wir da wieder zurückkommen. Wir werden nicht die ganze Zeit hier bleiben, oder? Das wäre ein bisschen komisch. Hallo. Oh, das ist wieder eine Komponente. Ne, Bindemittel. Quatsch. Habe ich da noch Batterien? Zwei St Ja, das geht. Das finde ich auch nicht schön, wenn das Licht irgendwie einfach angeht. Ich meine, es ist zwar alles bewegungsgesteuert, aber... Diese blöden Kameras. Überall. Man ist hier nicht unbeobachtet. Ich habe so eine Aversion gegen Kameras. Bäh. Oh. Okay, das ist wohl normal. Marlow. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat... hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Soll ich euch was sagen? Er hat recht. Er hat absolut recht. Sobald die wissen, dass hier irgendwie so ein Ding rumläuft oder... ne, wenn die das irgendwie spitz kriegen, dass es so eine Kreatur gibt, dann wollen sie sie natürlich einfangen und als Waffe benutzen. Weil auch sowas kann man ja Geld schlagen. Das haben wir ja schon gehört. Biologische Waffen, die am besten noch reproduzierbar sind... da würden die auch jeden Menschen für opfern, diese Konzerne. Das haben wir ja schon öfter erlebt, in den Filmen. Besatzung ist egal. Das Einzige, was zählt, ist diese Kreatur. Finde ich schon ein bisschen traurig, du, aber damit lässt sich halt Kohle machen. Oh, was? Achso. Ich dachte, ich wäre wieder verrutscht, dass das weggeht, die Anzeige. Oh Mann, nicht, dass das Ding jetzt bald hochgeht. Oh, noch mehr Flammen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich hier so viel von dem Zeug finde. Weil ihr wisst ja, das Spiel ist meistens dann auch so eingestimmt, dass man viel von etwas findet, was man bald brauchen wird. Ich sag nur die ganze Munition und dann kamen die Androiden im Kern. Aber das fand ich die geilste Stelle bisher. So optisch war das richtig gut. Fwiep. Fwiep. Mein liebstes Geräusch. Oh, Schrott. Ja, komm. Erstmal speichern. Wäre ja lustig, wenn es irgendwie ein Achievement gäbe, ohne einmal speichern durchspielen. Leute, dann würde ich ja durchdrehen, du. Ich müsste echt mal Rohrbomben einsetzen oder Molotovs. Ich habe so viel Kram. Ich werde jetzt irgendwann mal einfach blind irgendwas rumwerfen. Weil es lustig ist. Wo muss ich denn hin? Da ist Marlow. Und hier? Okay, die Tür war nur zu letztes Mal. Na gut. Marlow, ich komme. Ich hoffe mal nicht, dass sie sich mit ihm anlegt, weil ich muss wirklich sagen, ich finde, Marlow denkt rational. Das ist der rationalste Typ hier an Bord. Also, jetzt nicht hier an Bord, sondern halt von der ganzen Sevastopol. Also der, der noch übrig ist. Was ist denn das? Ist das auch wieder so der Generator? Haben die hier keine Atomgetriebenen? Also, ne, das ist ja, glaube ich, so... also, das wäre nur logisch, wenn man für solche Schiffe hier Atomgeneratoren hat. Atomgetriebene. Na gut. Was gibt's denn hier Schönes? Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Diese. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten.
Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Macht ihr keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Jetzt wissen Sie Bescheid. Hey, lass sie doch in Ruhe. Oh Mann, die arme Amanda. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Also doch atomgetrieben, okay. Ich dachte, das wäre nur bei der Sevastopol der Fall. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Das glaube ich aber auch. Da sind noch Überlebende auf der Station! Marlo! Aber nicht Foster! Sie war meine Frau, ich habe sie geliebt! No. Und ich habe sie getötet. Oh Mann, das ist genau das Falsche. Oh mein Gott, ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Ich meine, er hat schon recht. Aber... Überlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben AUX. Ich hab's gefunden. Oh. Schalten Sie die Fusionssysteme ab. Ich meine, er hat schon recht, natürlich, aber erstmal die Leute hier rausholen und dann können wir vielleicht daran denken. Dass wir die Leute, also dass wir die ganze Station zur Hölle jagen. Oh nein. Alter Schwede. Wartungsterminal hacken. Kriegst du es hin, Taylor? Nee, ich muss das hier. Oh, okay. Oh, vielleicht ist es schon zu spät. Okay, komm schon. Wartungsterminal. Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Alter, jetzt. Jawohl, komm. Auge, das Summen wird immer höher, Komm, ich schaff das noch. Oh, komm, mach das Ding aus. Oh. Das war wohl zu langsam. Ja, das war zu langsam. Kacke. Ich hab's nicht geschnallt. Ah, okay, es geht wenigstens von hier weiter. Na komm. Ich hab's nicht geschnallt, es tut mir sehr leid. Zum Glück gibt's einen Autospeicherpunkt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es ist gut, dass es den gab. Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Sehr gut. Hast du gut gemacht, Taylor. Bin stolz auf dich. So, wunderbar. Und jetzt? Oh Gott, dieses Summen wird immer lauter. Ja. Aus damit. Wow.
Kurs, Marlow. Liegt er noch da? Oh Gott, Sie haben es geschafft. Halt, irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht, Primärsystemeinsturz. Systemweite Störkaskade. Oh, scheiße. Marlow hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Oh Gott. Taylor, raus hier. Ach du Kacke. Autsch. Damit haben wir vielleicht die Explosion jetzt verhindert, aber das Schiff wird trotzdem zerstört, oder? Oh, Kacke. Lauf im Ende. Alter. Oh. Wow. Was ist mit der Schwerkraft? Die hat sich gedreht. Oh. Ja, okay. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja, okay, wo muss ich? Da muss ich hin zum Shuttle. Oh Gott. Oh Gott. Ich wette, Marlow ist auch entkommen. Aber Taylor ist tot. Okay, okay. Und wir schaffen das, Amanda. Die Nachricht. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das gut ist. Also ich find's... Diese Nachricht zu erhalten ist noch trauriger als alles andere. Sie weiß ja nicht, was mit ihrer Mutter ist. Na, immerhin etwas. Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Oh Gott. Ja, die Torrents. Unser Schiff. Ja, ich weiß, ich habe das verwechselt. Ich kann mir nicht alles merken. Auf jeden Fall unser Schiff mit dem... Wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sevastopol. Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Du, ganz ehrlich, sie kann froh sein, dass sie noch nicht hier auf der Station irgendwie angedockt hat. Das wäre nämlich genau das Falsche. Na, kannst du mal... Okay. Bleibt das jetzt? Nee, ich muss immer gedrückt halten. Habe ich noch nie gemerkt, dass ich das machen muss. Oh nein. Ich habe gedacht, ich hätte noch eins rüber gedrückt. Das erste Mal, dass ich einen Code falsch eingebe. Mann, Mann, Mann. So. Mal ein bisschen langsamer. So. Okay, dann geht das auch. Supi. Oh Gott, Leute, hier kommen doch bestimmt gleich wieder Aliens, ne? Jetzt bin ich ja wieder auf der Station. Traumhaft. Oh, ich habe den Ionenschweißer schon. Jetzt komme ich hier durch. Oder Schneider, von mir aus. Mann, war das krass. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt auf einmal die ganzen optischen Highlights kommen, so spät im Spiel noch. Aber ich muss schon sagen, die haben das gut gemacht. Also nichts von wegen, das Spiel ist zu lang. Nochmal, ich finde das eine absolut überzogene Quatschkritik. Willkommen bei Seeks and Communications. Ach. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ne, ganz bestimmt nicht. Dann will mir wieder so ein Android den Kopf einhauen. Es ist sehr düster hier. Warte, muss ich... Wo geht's denn jetzt lang? Die Tür ist vielleicht jetzt... Oh. Oh. Okay. Oder? Oh nein. Okay, na, da vorne bewegt sich was. Flammenwerferöl. Sehr schön. Ach du Kacke, das hört sich nicht gut an, Leute. Die... Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seeksen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die?
Die Torrens. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Oh, Kacke. Wird ja immer besser. Wir bekommen hier echt keine Ruhe. Ich sehe sie. Vorne. Wie komme ich von diesem Wrack runter? Freundchen? Dies hier war schon ein unheimlicher Ort, bevor alles außer Hand geriet. In den Arsch! Ich halte die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Leise. Ich habe hier keine Lust, eine Schießerei zu provozieren. Was ist da denn? Ein Schneidepunkt. Oh Gott, da oben ist einer. Aha. Was ist denn hier drin? Sag mal, wenn ich den Schneider hier nutzen kann, muss da ja was... Nein. Das sieht man doch meilenweit, du. Dass ich hier jetzt gerade irgendwas rumschneide. So, mach das Ding mal auf. Okidoki, wo kommen wir denn hier raus? Oh, solange hier keine Aliens kommen, oder das wäre eigentlich sogar richtig gut. Wenn die sich diesen Sicherheitsdienst schnappen. Sag mal, dass die immer noch hier auf Radau aus sind. Ich verstehe das nicht. Können wir nicht alle zusammen friedlich und gemeinsam hier abhauen? Okay, das war ein guter Weg. Oh nein. Ja, ihr könnt euch natürlich denken, was dieses Wort bedeutet. Orbitalstabilisatoren. Hat das noch jemand? Sie sind hier nicht willkommen. Ich, nein. Das war's. Letzte Chance zum Rückzug. Au! Sorry, Kumpel. Hau ab! Ich sehe ihn gar nicht, wo ist er? Alter! Oh, ich sollte vielleicht nicht vorgehen, wenn die Waffe nicht nachgeladen ist. Oh nein. So, mein Freund. So geht das. So geht das. So, okay. Die bin ich erstmal los. Tut mir leid, aber ihr habt's rausgefordert, eine Ausweiskarte. Wo haben wir's denn? W. Woodbury, Colonial Marshals Büro und Z. Watson, Frachttransport. Oh, Neuverkabelung. Ja, es tut mir echt leid, ich will hier keine Menschen umbringen, aber wenn die anfangen... Der hat mich gesehen, hat direkt auf mich geballert. Ich meine... Oh, die Beleuchtung? Machen wir die mal aus, oder? Oh Gott, es ist hier so dunkel. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, für diesen Part reicht's mal wieder. Ich werde Pause machen. Ja, es wird wieder spannend. Wir müssen sehen, dass wir langsam mal von dieser blöden Station runterkommen, denn es wird alles nicht besser, wenn wir hier bleiben.
Auf jeden Fall fände ich es auch cool von euch, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Ein Like, wenn es euch gefallen hat natürlich. Schreibt mir einen Kommentar und schaltet unbedingt wieder ein zu Alien Isolation.